Guck mal hier, es ist alles angerichtet, es ist vorbereitet für die große Wunschbaumaktion. Es sind schon 1, 2, 3 ganz, ganz viele Geschenke da. Die hat der Weihnachtsmann schon hierhin transferiert. Wir freuen uns. In wenigen Stunden geht's los. Und alle, die das hier möglich gemacht haben, machen dies umsonst. Einfach nur den Kindern zugute, ob es Anna und Elsa sind, die einen sehr weiten Weg auf uns genommen haben, oder unsere Elfen, der Nikolaus, der Zeit für uns gefunden hat, der Weihnachtsmann, Entschuldigung. Wir werden immer 3 Kinder aufrufen. Diese werden sich dann hier vorne auf die Bank setzen. Von da ab wird es nach und nach weitergehen. Wir bitten euch, die Geschenke erst zu Hause auszupacken. Wenn ihr den Müll habt. Und sobald die Kinder vielleicht im vorderen Bereich sind, dass der ein oder andere Vater oder Mutter dabei ist, denn das ein oder andere Geschenk ist extrem schwer. Ja, kleines Zwischenupdate, Philipp. Ja, wie du siehst, rennen einige Kiddies hier rum. Einige der Weihnachtsmann schon geschenkt. Wir haben jetzt eine kurze Pause. Aber die Kinder sind einfach happy. Ich sag mal, leuchten die Kinder auf. Das finde ich schon groß. Ja, haben jetzt einige, weiß nicht, wie weit wir sind mit den Kindern beschenken. Aber wenn wir viele, viele Kinder schon beschenken. Über die Hälfte durch. Über die Hälfte sind wir, glaube ich, durch. Habe ich auch richtig gerade mitgekriegt. Ganz tolle, gemütliche Veranstaltung. Wird sehr gut angenommen. Es ist ein sehr tolles Projekt und gleich geht's, ich glaube, vier, fünf Minuten geht's weiter. Ist das ein schöner Tag? Ist das ein schöner Tag? Wenn ich dich sehe, dann freu ich mich und lach dir zu, grad weil ich dich so sehr mag. Grad heute an diesem Tag. Ist das ein schöner Tag? Ist das ein schöner Tag? Ich stell mich einfach neben dich, geb dir die Hand und drücke dich. Und ich sag, dir guten Tag. Oh, toll habt ihr das mit dem Helfen. Aber vorsichtig, das ist etwas filigral. Ja, ich lasse da gleich nicht die Haare da. Nein, du machst sie auch mal hin. Max, guck mal, zieh mal hier fest. Am Kleber. Ja, also ich muss sagen, wir haben eine tolle Kinder, wir haben ganz tolle Kinder. Ja. Die wollen hier sein. Ja. Ja.
Ja, ich sage ein Gedicht auf. So, komm, Laura. Peinliche Panne. Panne. Man glaubt es kaum, peinliche Panne. Der Tannenbaum war keine Tanne. War eine Fichte, schöne Geschichte. Yeah. Wenn euch das gefallen hat, macht einen Daumen nach oben.